Halli, hallo, hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seid genau richtig und ja, ja und oh ja, ihr hört auch richtig. Der Ruppi spricht wieder zu den Untütings, Unboxings, naja, auf jeden Fall die Uncookings von euren Bildern, die ganze Post, die ihr mir immer schickt. Ja, wir haben Ende Oktober und ich habe wieder Zeit, ne? Was heißt Zeit? Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, aber ich nehme mir wieder ein bisschen die Zeit. Oktober war wahnsinnig stressig bei mir. Ich meine, es bleibt auch weiterhin sehr, sehr viel zu tun. Aber ich nehme mir natürlich die Zeit, eure Zeichnungen, eure Briefe hier wieder ein bisschen zu kommentieren. Denn ihr habt mir auch entsprechend viel dazu geschrieben. Und ich kann euch sagen, Nachti, Nachtschattentrainer, hat sich sowas von dermaßen dafür eingesetzt, dass ich ganz schnell wieder hier meine Kommentare abgebe, weil das euch anscheinend ja wahnsinnig wichtig ist, ne? Hätte ich gar nicht gedacht, ganz ehrlich. Denn ihr wisst, was ich von euren Zeichnungen halte. Ich liebe das. Ich bin jedes Mal megamäßig begeistert. Ihr macht mir da eine hammermäßige Freude. Wenn ihr mir Bilder von euch schickt, das heißt, ihr habt eure Zeit, eure Kreativität für mich irgendwo geopfert, schickt mir das auch noch. Und freue ich mich tierisch drüber, wenn ich das dann natürlich auch noch ein bisschen in die Kamera halten kann und euch und euren Kanal oder einfach auch so euch ein bisschen zu unterstützen oder eine kleine Freude zu machen, dann tue ich das gerne. So, und Nachtschattentrainerin hat mir geschrieben, es wäre ganz furchtbar wichtig, dass ich meine Meinung zu euren Bildern sage, denn ihr wollt tatsächlich wissen, was ich davon halte, ob ich eine Weiterentwicklung bei euch sehe oder nicht. So wichtig habe ich das eigentlich gar nicht gesehen, ganz ehrlich. Mir hat es immer Spaß gemacht, da ein bisschen was dazu zu sagen. Und mal ehrlich, ich kann euch für eure Mühe nur loben, ja, weil ich es großartig finde. Und denkt dran, ja, ich meine, ich bin Grafiker, ich lebe von Zeichnungen und ich kann eure Zeichnungen niemals so bewerten, wie ich jetzt Zeichnungen von Kollegen bewerten müsste, wenn sie sich bei mir in der Agentur bewerben. Ja, das heißt, ich muss eure Zeichnungen aus einem ganz, ganz anderen Sichtpunkt, unter ganz anderen Kriterien beurteilen. Ihr habt A, nicht das Alter, B, nicht die Ausbildung, C, gar nicht dieses Know-how, die Erfahrung mit Stiften, Material, Papier, Bildaufbau, Design und so weiter und so fort. Das heißt, würde ich eure Bilder exakt genau so beurteilen, wie ich in Anführungsstrichen professionelle Zeichner beurteile, dann würden ganz, ganz viele Tränen fließen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Also ich kann nur mir in etwa denken, wie alt ihr seid. Von ein paar von euch weiß ich's, ja? Und muss dann halt eins und eins zusammenzählen und dementsprechend kann ich auch die Zeichnung beurteilen. Ich kann ganz grob sagen, jemand hat Talent oder nicht, aber auch da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Denn ganz ehrlich, ich habe, was Weiterentwicklung anbetrifft, wirklich schon alles erlebt. Ich kenne Leute, die hatten bis zu ihrem, was weiß ich, 40. Lebensjahr noch niemals auch nur ansatzweise einen Bleistift in der Hand, haben dann aus Langeweile, aus Kreativität oder durch plötzliche Eingebung angefangen zu zeichnen. Und holla die Waldfee, Wahnsinn, was da teilweise für eine Entwicklung zu sehen ist oder war. Der absolute Oberkracher, wirklich der absolute Wahnsinn, ne? Und bevor sie angefangen haben, intensiv zu zeichnen, konnten die nicht mal einen geraden Strich malen. Wisst ihr, was ich meine? Drum, also ich kann euch, beziehungsweise ich kann eure Zeichnungen nicht jetzt professionell bewerten. Ich kann nur Tipps geben. Wenn ihr es ernst meint mit dem Zeichnen, wenn euch das Spaß macht, wenn euch das hilft, kann ich ein bisschen sagen, was ihr ändern könnt. Aber auch das tue ich total ungern, sage ich ganz, ganz ehrlich. Denn mir ist es lieber, jemand findet seinen ganz, ganz eigenen Stil, seine eigene Technik. Ich finde es ganz schlimm, mega langweilig, wenn alle genauso zeichnen, wie zum Beispiel ich, ja? Nur weil ich meine Art habe zu zeichnen, meine Technik, ich hasse das Wort Technik, heißt es noch lange nicht, dass das der einzig richtige Weg ist, ja? Ich habe es mir selbst erlernt. Denk dran, ich bin Autodidakt. Autodidakt heißt, auch ich habe mir das Zeichnen selbst beigebracht. Ich war niemals auf einer Zeichenschule, habe niemals Unterricht im Zeichnen genommen. Nie, never ever. Ich habe mein
Talent von meiner Mutter geerbt. Meine Mutter hat in ihrer Jugend wahnsinnig viel gezeichnet und wäre, wenn der Krieg nicht dazwischen gekommen wäre, wahrscheinlich heute eine Designerin, eine Schmuckdesignerin, Grafikdesignerin, was auch immer. Ja, und ich denke mal, von ihr habe ich es ein bisschen geerbt. Auch sie hat mir früher ein paar Schraffuren gezeigt, wie man am besten Haaren zeichnet, Schatten, Lichteffekte in den Augen und so weiter. Hat mir nie etwas gebracht, weil das nie mein Stil war. Ja, ich wollte nie so zeichnen, wie meine Mutter gezeichnet hat. Es war überhaupt nicht mein Ding. Und jetzt versteht er mich vielleicht auch, ne? Ich find's besser, ihr geht euren eigenen Weg. Ich kann euch nur sagen, wenn du den und den Effekt hinkriegen möchtest, dann probier's mal so oder so. Aber wie ihr das letztendlich umsetzt, das bleibt euch überlassen. Okay? Also, das möchte ich hier einfach nur einmal gesagt haben. Und ihr werdet hier niemals von mir hören, dieses Bild ist super, dieses Bild ist schlecht. Nie. Denn wie schon gesagt, es ist eure Zeit. Es ist eure Mühe, die ihr für mich mehr oder weniger investiert und für mich ist das einfach eine Anerkennung von euch an mich. Mir zum Beispiel Bilder zu schicken, nur um die eigene Eitelkeit zu stillen, das geht schief, das werde ich merken. Oder ich habe auch manchmal schon Kommentare unter den Videos gelesen, oh, ich zeichne viel besser oder das ist doch absoluter Rotz oder wie schlimm ist das denn? Ja, diese Kommentare habe ich immer gelöscht, weil das hat hier nichts zu suchen. So, und ich bin auch nicht da, um eure Erwartungen zu erfüllen. Ja, ich kann die Briefe zeigen, ich muss sie aber nicht zeigen. Wenn ihr mir Briefe schickt mit der Erwartung, dass ich sie zeige und ihr euch dabei ganz, ganz toll fühlt oder denkt, boah, schaut, wie geil ich zeichne, ihr anderen seid ja alle Luschen, dann seid ihr hier bei mir komplett falsch, denn dann seid ihr von unserer Gesellschaft hier schon komplett versaut. In diesem Fall würdet ihr mir Dinge nur schicken, damit ihr eure eigene Eitelkeit stillen könnt. Und sowas finde ich ganz, ganz, ganz widerlich, furchtbar. Von solchen Menschen distanziere ich mich ausdrücklich. Ja, also alles, was ich hier mache, mache ich, weil es mir Spaß macht. Und ich mache das, solange mir das Spaß macht. Und ihr habt ja auf meinem Kanal schon mal gesehen, wie schnell was auch wieder zu Ende sein kann. Denn immer dran denken, nichts ist selbstverständlich. Auch das hier ist nicht selbstverständlich. Weder, dass ihr mal was schickt, noch, dass ich es wie selbstverständlich hier zeige. Es ist alles hier ein Nehmen und Geben, ein Austausch im positivsten Sinne, aus Spaß an der Freude und nicht mit irgendwelchen Hintergedanken. Distanziert euch bitte davon. Oder noch besser gesagt, befreit euch davon. Werdet freie Menschen, schwimmt gegen den Strom. Und frisst nicht alles, was man euch hinschmeißt. Trennt euch von Erwartungen und ihr werdet freie Menschen. Ich finde schön, dass euch Drachen oder überhaupt Fantasy genauso gut gefallen wie mir. Und dass ihr mir das dann auch schickt, finde ich toll, finde ich großartig. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, und das gilt wirklich für alle. Und ja, also zurück zum Brief von der lieben Nachtschattentrainerin, über den ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr freue. Sie hat mir ja im Laufe der Jahre immer mal wieder Post geschickt mit Bildern von ihr und bin natürlich jetzt sehr gespannt zu ihren neuesten Arbeiten. Und ich weiß, da sie heute Geburtstag hat, also an dem Tag, wo ich dieses Video hochlade, passt es natürlich auch, wenn ich hier wieder anfange zu kommentiere. So, und an dieser Stelle, liebe Nachtschattentrainerin, dir alles, alles Liebe, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lass dir gut gehen, feier schön, lass dich feiern. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück, vor allem viel Gesundheit und ich glaube das Allerwichtigste, ich wünsche dir genau das, was du dir selbst am meisten wünschst. Und auch hier kann ich dir und auch allen anderen wieder sagen, folgt immer eurem Herzen. Hört auf euren Bauch. Verstand ist gut, aber Verstand ist immer gesteuert. Schaltet den ab und zu mal ab. Hört auf euer Herz, hört auf euren Bauch. Und ihr werdet immer für alles, für jede Situation in eurem Leben, menschlich gesehen, im Großen, im Kleinen gesehen, immer die richtige Entscheidung treffen. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Leben ist Leben. Leben und leben lassen. Und genauso ist es auch mit diesen Zeichnungen oder mit meinen Videos. Dem einen gefällt's, dem anderen eben nicht. Und es ist auch gut so, denn so bleibt unsere Welt bunt, vielseitig. Wäre ja schlimm, wenn alle das Gleiche machen, ne? Und damit sind wir wieder am Anfang vom Kreis. Malt, zeichnet, bastelt, seid so kreativ,
wie es aus euch raussprudelt. Macht alles so, wie ihr es wollt und nicht, wie es andere von euch wollen. Okay? Das ist der Weg, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und zwar dem Erfolg für euer eigenes persönliches Leben. Nicht für die große Masse, nur für euch. Denn alles dreht sich um euch. Ihr seid der Mittelpunkt in eurem Leben. Okay? Wow. So, also, jetzt fange ich hier an. Mit diesem Riesenumschlag von unserer lieben Nachtschattentrainerin, die mich auch hier schon wieder ziemlich scharf im Blick hat. Ha, klasse. So, hier noch was drauf? Nein. Also, dann hole ich mal alles raus. Oh, das sieht ja schon interessant aus. Okay, ich mache spannend. Ach, du liebe Zeit. Okay, gut, 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 gut. Ah, hier habe ich auch einen Text. Okay, da muss ich meinen Daumen davor halten. Ich meine, okay, wahrscheinlich werden viele wissen, wie Nachtschattentrainer privat heißt, aber ich möchte sie ja nicht auch noch verbreiten. Das soll schon sie selbst machen, wenn sie das möchte. Ja, also ich bleibe hier bei Nachtschattentrainer bzw. Nachti. Guckt euch das an, Herzele, oder? Das fängt schon mal klasse an. Ganz viele Drachenschwänzchen, Drachenschweife, ganz, ganz bunt gezeichnet hier. Guckt's euch an, ist das nicht toll? Ah, oh, klasse. Was? Sorry, dass ich so schief geschrieben habe. Nein, das ist gut. Ich bin froh. Nichts Langweiligeres wie gerade Schrift. Je verrückter, umso besser. Sag ja, frei leben, kreativ leben. Ein bisschen verrückt sein. Denn nur die Verrückten, nur die Visionäre, die bringen unsere Welt weiter. Nicht diese Paragraphen-Scheißer. Entschuldigung, aber... muss man doch sagen, ne? Also, sie schreibt: Hi Rupi! Yay, in diesem Brief habe ich dir ein paar Zeichnungen geschickt. Es sind Drachen, die ich mir selbst ausgedacht habe. Ich hoffe, sie gefallen dir. Natürlich gefallen die mir, ist doch klar. Jetzt muss ich wieder meinen Finger unten hinhalten. Boah, gar nicht so einfach. PS, ich benutze derzeit komplett andere Stifte und habe damit versucht, mich etwas weiter zu entwickeln, okay? Ich hoffe, das ist mir gelungen. Viele liebe Grüße an dich und deine Familie. Yay, richtig aus. Vielen lieben Dank. Hab dich ganz doll lieb und bleib so, wie du bist. Oh, mit Herzele, guckt's euch an, ne? Deine Punkt, Punkt, Punkt. Oh, danke, du bist so lieb. Oh, das geht zurück, ne? Ne? HDGDL? Weiß ja, ne? Ah, Nachti, so toll. Also, hier nochmal ein Blick auf ihre Schweifchen und Herzele. Ist ja goldig. So einen netten Brief. So bunt, so schön gestaltet, kriege ich auch nicht. Jeden Tag nur von euch. Ist das nicht großartig? Also, vielen lieben Dank und ja, alles, alles Gute für dein neues Lebensjahr, ne? So, dann geht's hier, ach du liebe Zeit, damit los. Okay, Gott, klasse. Und sie hat diesem Drachen hier auch Namen gegeben. Ein Drachenweibchen, wie es aussieht, oder? Guckt euch das mal an, das ist ja schon mal Weltklasse. Hier haben wir... Marina, aha, Meeresnachtschatten, Name Marina, Alter 16, Geschlecht weiblich, Herkunft Ozean. Okay, also fangen wir mal an. Sehr schöne Farben, Türkis, Lila geht immer, oder soll ich sagen Violett, ist eher Violett ein bisschen. Hm? Und sie hat hier auch noch ein bisschen Rosa mit drin, wunderbar. Also die Stellung ist schon mal super klasse, sehr schöne Haltung hier, Flügel aufgestellt, super. Vor allem auch den zweiten Flügel nicht vergessen. Sehr schöner Blick, muss ich sagen. Sie guckt ein bisschen auf die Seite und sie guckt nicht tot, obwohl die Lichtpunkte fehlen. Sehr schöner Kopf mit diesen beiden Öhrchen. Oder sind es Hörner? Schreibt es mir gerne mal rein. Was ist das für euch? Wie interpretiert ihr das? Dann eben auch noch diese Seitenhörnchen, Hornplatten, Drachenschuppen, Fragezeichen, blaue Augen, wunderschön. Und dann, wie schon gesagt, auch die Haltung von den Vorderbeinen. Hier stehen die Stacheln sogar nach oben. Hier auch schön die Haltung von diesem Bein. Ne? So ein bisschen schräg und nicht einfach nur gerade. Sehr cool. Dann unten noch ein bisschen die Bauchplatten, den Bauchpanzer angedeutet. Und ja, sie steht hier richtig in der Luft. Also sie steht nicht auf dem Boden, sondern sie fliegt hier seitlich. Sehr schön
gemalten. Kleiner Tipp, wenn du mit Buntstiften malst, dann immer wenn möglich in eine Richtung gehen und nicht zum Beispiel jetzt über diese Hand drüber malen, dann wirklich hier, wo das Bein beginnt, stoppen und dahinter wieder weitermalen. Ne? Dann wirkt es schon ein bisschen professioneller. Und wenn du hier auch noch gleich ein bisschen Schatten und Licht mit reinmachst, dann wird das ganze Ding noch ein bisschen plastiker. Ne? Also sprich hier vielleicht am Rand ein bisschen dunkler oder heller beginnen und dann einfach einen kleinen Verlauf, dass es nach innen dunkler oder heller wird. Je nachdem, wie du das möchtest. Okay, dann wird das Ganze plastischer. Und ich kann euch, was Buntstifte, was Farbstifte anbetrifft, aber ist halt ein bisschen teuer, eigentlich nur die Polychromos empfehlen, denn da kriegt ihr wirklich die schönsten Effekte mit hin. Vor allem sind die so weich, dass ihr auch noch mit einem Tuch ein bisschen verwischen könnt, okay? Sehr schön. Also, Flügelrippen hat sie ja auch reingezeichnet. Super schön. Wirklich hübsche Drachendame und man sieht wirklich, dass es eine Drachendame ist. Also vielen lieben Dank dafür. Ganz, ganz toll. Und ja, schon wieder eine Weiterentwicklung zu deinen älteren Zeichnungen. Definitiv. Jetzt nicht unbedingt vom Ausmalen her, aber auf jeden Fall die Pose, das ganze Design, die ganze Haltung hier gefällt mir richtig schön. Vor allem auch hier der Schweif, wie der hier ausläuft. Ne? Also total süß. Richtig, richtig goldig. Vielen, vielen lieben Dank. So, dann geht's hier bei... Oh, klasse, klasse. Ach Mensch, ja, ich liebe Feuersalamander. Ist ja klar, guckt euch das an. Wie Hammer ist das denn? Und hier haben wir es zu tun mit Naila. Name Naila, Alter 17. Sie ist richtig 17. Geschlecht weiblich, Herkunft Wald, Gattung Feuersalamander-Hybrid. Ja, Hammer. Das ist ja Burner. Klasse, wirklich klasse gemacht. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Dieses total verrückte Muster hier. Gelb auf Schwarz kommt immer gut. Ich liebe diese Farben. Echt Hammer. Wow. Augen auch sehr, sehr schön gemacht. Ne? Hier ein richtig schöner Farbverlauf drin. Von Rot ins Orange mit rein. Das Auge schön kräftig reingezeichnet. Augen immer schön, schön kräftig. Voll schwarz machen. Beziehungsweise die Pupillen. Sorry, die Pupille. Das gesamte ist Auge. Und das hier, das Innen, ist die Pupille. Immer schön kräftig schwarz machen, Lichtpunkte nicht vergessen. Ihr könnt auch hinterher, wenn ihr es nicht mehr reinkriegt, einfach mit Deckweiß und einem Pinsel reintupfen. Dann habt ihr das auf jeden Fall drin. Wunderschön gemacht, toller Blick. Auch dieses, ja, ist es Grinsen? Ne, Grinsen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ein sehr entschlossener Blick, ne? Klasse, echt klasse. Schön gemacht und auch die Stacheln hier auf dem Kopf nicht vergessen, ne? Wie es hier so rüber geht, hier ein bisschen dunkler. Zum Rand hin wird es ein bisschen heller. Das meine ich. Stell dir mal vor, du hättest jetzt dieses Dunkle auch noch außen hin gemacht. Dann würde das Ganze nochmal plastischer wirken. Hier Schnäuzelchen, ganz, ganz goldig. Dann hier auch noch extra ein bisschen Zeichnung in der ganzen Augenpartie mit drin. Das gefällt mir sehr gut. Und auch hier wieder die ausladenden großen Ohren oder Hörner oder was auch immer das ist, boah, ich weiß es bis heute nicht. Ich habe noch nie eine Erklärung oder sagen wir mal so eine einheitliche Erklärung in Büchern dazu gefunden. Ja, schön auch, wie es hier in die Rückenstacheln übergeht. Also super klasse gezeichnet, hammermäßig. Die Augen sind hier wirklich super bombig geworden. Ja, Glückwunsch und danke für diese tolle Zeichnung. Naila, Feuersalamander-Hybrid. Boah, wie geil ist das denn, oder? Ist das die Zunge übrigens? Leckt ihr hier ein bisschen mit der Zunge übers Maul? Auch super schön, ne? Auch hier hat sie ein bisschen Verlauf in dem Blau drin, ne? Links ein bisschen stärker, rechts wird es ein bisschen heller. Super, ganz genau. Das ist der richtige Weg, um hier ein bisschen Tiefe, ein bisschen Plastizität reinzukriegen. Toll. Yay, cool. Ja, bin ich ja gespannt, wie es weitergeht. Ach, du liebe Zeit. Leute. Also Nachti hat schon eine Hammerfantasie, ne? Also, wow. Mega. Guckt euch das hier an. Ein Nachtschatten im Kimono. Wie Burner ist das denn? Yin. Kommt wahrscheinlich von Yin und Yang. Kann es sein? Also, Name Yin, Geschlecht weiblich. Hier nur Mädels. Guckt euch das mal an, ne? Alter 16, Bruder Yang, ne? Dachte ich mir doch. Ying und Yang. Art Nachtschatten, Herkunft China. Okay. Sehr, sehr interessant. Ja, der Kimono, der sticht natürlich megamäßig raus. Hier mit diesen
Blüten, gelbe Blüten, orange und hier am Rand hat sie auch noch ein bisschen mit Rot reingemalt, damit es eben ein bisschen mehr Tiefe kriegt. So sieht's aus. Dann hier oben schön der Abschluss vom Kimono. Dann hier auch nochmal, ist das eine Lotusblüte oder was sie da um den Hals hat? Dann hier den Kopf schön kräftig schwarz bemalt. Interessantes Auge übrigens. Hier ist noch so ein kleiner roter Strich nach hinten. Seht ihr das? Also unsere Nachtschattendame ist ja auch noch ein bisschen geschminkt. Holla, holla, holla. Ne? Mega cool. Und dann hier, schaut mal an dem Flügelarm. Das ist irgendwie so ein Kettchen oder so irgendwie was. Sieht aus wie Schmuck. Ja, sehr schön auch die Flügelhaltung wieder hier nach hinten und die Punkte hier finde ich auch super, super schön. Also sehr schön, passt gut zusammen, gefällt mir richtig, richtig gut. Und hier hat sie dann auch noch extra einen Drachenschmuck erfunden. Guckt euch das an, hier ein schöner Ring mit Kristallen drin und es geht da mit so kleinen Perlen weiter bis zum Schwanzende und hier nochmal mit so blauen Perlen um den Schweif hier rum, damit es auch hält und an der Ende von der Schwanzflosse hier auch nochmal so Goldbehang, solche Ketten mit dran. Also Schmuckdesign für Nachtschattendrachen, sehr schönchen, auch den hinteren kleinen Flügel nicht vergessen. Super, ja echt witzig, also auch schön wie der Kimono hier ausläuft, klasse, klasse Idee. Und die Füßchen gucken ja auch noch unten raus. Also, Yin, eine Drachendame oder ein Drachen-Teenie mit gerade mal 16 Jahren. Super gemacht, tolle, wirklich originelle Idee. Ja, auch vielen lieben Dank dafür. Toll. Und hier sieht man es auch wieder schön, ne? Immer in eine Richtung malen. Immer in eine Richtung, nicht absetzen und kreuz und quer. Es sei denn, du möchtest damit einen ganz speziellen Effekt erreichen. Ne? Aber ansonsten sehr schön, wie du hier mit dem kräftigen dunklen Schwarz spielst und hier wird es dann wieder heller. Ne? Und auch hier, wenn du zum Beispiel hier ein bisschen dunkler angefangen hättest und würdest dann so zur Mitte ein bisschen heller werden, dann wäre es wieder ein bisschen plastischer geworden. Ne? Aber vielen lieben Dank für diese tolle Impression. Bombig, also wow. Ne? Sowas seht ihr echt nur hier bei mir auf dem Kanal. Eure tollen Zeichnungen, der Hammer. So, hier habe ich noch was und hier ist hinten was angeheftet. Ach, weil es hier nicht mehr drauf gereicht hat, okay. Also, ich zeige euch erstmal das. Als nächsten Drachen haben wir hier Ara. Alter 20, Herkunft Amazonas, Gattung Ara-Hybrid, Geschlecht weiblich, ja, geballte Frauenpower hier. Jetzt Achtung, Leute, Achtung. Was jetzt kommt, habt ihr so auch noch nicht gesehen, garantiert. Das ist ja großartig. Hier, Ara aus dem Amazonas. Nachtschatten-Ara, schmeiß mich weg, ne? Hier, Kopf von Nachtschatten und dann hier noch so einen kleinen Papageienschnabel vorne dran. Ich finde es echt Hammer. Auch schön die vielen, vielen Stacheln hier auch seitlich raus. Ganz verrückt, ganz, ganz toll bemalt. Vor allem auch mit den Farben abgewechselt. Ne? Dunkelblau, hellblau hier, ganz dicker Strich am Rand hin. Innen hat sie es ein bisschen heller gemalt. Hier auch Lichtflecke nicht vergessen. Sehr schön. Klasse. Und hier am Bauch geht es weiter mit den Stacheln. Ne? Super. Also nicht nur Rückenstacheln, sondern eben halt auch Stacheln auf dem Bauch. So, und jetzt wird es interessant mit den Flügeln. Also ich sehe hier zwei Flügelpaare und, Achtung, hier unten nochmal einer. Ist das so ähnlich wie Wolkenspringer? Hat der vier Flügel? Also auf der anderen Seite nochmal einen. Das finde ich ja eine hammermäßige Idee, wirklich. Und hier gehen dann eben noch diese langen, ja, Federn ab, wie eben bei einem Ara. Wo die allerdings richtig fest dran sind, das ist hier ein bisschen undefiniert, aber raffiniert gelöst. Auch das Schweifende finde ich richtig, richtig schön. Auch hier abwechselnd mit den Farben gezeichnet. Hellblau, dunkelblau. Ja, cool. Sehr schön. Vor allem hat sie hier eigentlich auf eine schwarze Outline verzichtet. Ja, hat einfach das ein bisschen kräftiger gemalt und somit wird auch eine Figur schon wieder ein kleines bisschen plastischer. Sobald eine Figur eine schwarze Outline hat, dann ist der 3D-Effekt meistens ganz schnell weg. Dann ist alles, was sich innerhalb der Outline befindet, das kann dann 3D sein, aber die Figur an sich leider Gottes nicht, ne? Also lasst ihr eine schwarze oder irgendeine Outline weg, dann wird die Figur umso
plastischer. Okay? Also, sehr schön gemacht. Schaut euch die vielen, vielen Federpaare an, die hier vom Flügel weglaufen. Vor allem auch schön gemacht, ein bisschen mit Schwung hier gezeichnet. Also damit es einfach ein bisschen so eine natürliche Form hat und hier bei den großen Hauptflügeln natürlich auch. Schönchen. Cool. Und sie hat sie sogar noch ein bisschen mit Schwarz oder mit Gelb gearbeitet. Kann ich so gar nicht richtig erkennen. Aber da hat sie schon ein Weilchen gezeichnet. Also, super schönes, super tolles Fantasy-Wesen. Toller Fantasy-Drachen. Ein Ara-Hybrid. 20 Jahre aus dem Amazonas und weiblich, Leute. Ne? Das seht ihr nur von unserer Nachtschattentrainerin. Also, super. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt nochmal die anderen Zeichnungen dazu. Schaut es euch nur an. Also wirklich sehr, sehr farbenfroh. Ganz, ganz toll gemacht. Hier geht's weiter mit Marina, Türkis und Violett oder Lila. Auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Haltung. Und Jubel, Jubel, Freu, Freu. Auch wirklich ein Weltklasse-Kopf eines Feuersalamander-Hybriden. Leute, guckt euch das an. Toll, oder? Ja, und vielen lieben Dank für das Briefchen. Vielen, vielen lieben Dank und die vielen Herzele, ne? Oh. Und es hat mich wirklich wieder sehr, sehr gefreut, die ganzen Sachen hier zu sehen. Also, ganz großartig. Wie schon gesagt, ich werde die Bilder auch einscannen und ans Ende nochmal mit dran machen. So. Also, liebe Nachti, liebe Nachtschattentrainerin, hier nochmal vielen, vielen lieben Dank für die vier tollen, tollen Bilder und ein Briefchen. Ich freue mich wirklich sehr und ja, selbstverständlich, natürlich ist das eine Weiterentwicklung. Ich mag vor allem auch die Farben, die du hier ausgewählt hast. Richtig, richtig schön intensiv. Und man merkt auch wirklich, dass du viel, viel probierst. Super, mach so weiter, wenn du Spaß dran hast. Das ist ja mal klar wie Kloßbrühe. Und ja, zu deinem heutigen Geburtstag wünsche ich dir noch viel, viel Spaß. Nochmal, wie schon gesagt, feier schön, lass dich feiern, lass dir gut gehen, genieße das kommende Lebensjahr. Bleib auch du, wie du bist, vor allem entwickel dich weiter auf deinem positiven Weg. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon ein Weilchen, ja. Und immer wieder schön von dir zu hören und zu sehen. 1000 Daumen nach oben. Ich hoffe, ich konnte dir hier eine kleine Freude bereiten. Wir sehen uns, wir hören uns. Das wünsche ich euch allen, die hier zugeschaut haben. Ich sage wie immer, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay!